Willkommen zu einem weiteren Part dieses chaotischen kleinen Chaos-Let's Plays. In diesem Part wird es etwas außerplanmäßig laufen. Ich habe meine ganzen Zeitreise-Skills ausgepackt, um Simlunaria wieder einen Tag in die Vergangenheit zu schicken. Mein Geburtstag wird in Sims zwar am Freitag stattfinden und im Real Life ist es ein Donnerstag, also genau heute. Aber egal, ich mache hier nämlich extra noch einen schönen Feiertag dafür. Und falls ihr euch wundert, nein, ich bin nicht in eine Steckdose gefallen. So sehe ich immer aus, meine Haare frisch gewaschen sind. Andere Leute sind eine Bombe, ich bin eine wandelnde Explosion. Aber gut, man kann nicht alles haben und ich habe auch keine Ahnung, wo ich diesen Luftballon hier hin tun soll. Ist auch echt armselig, nur so einen Mikroluftballon zu haben. Ich habe den irgendwo in einem Schrank gefunden und der ist an die 10 Jahre alt, aber hat noch seinen Dienst getan. Und jetzt... Kaboom! So. Also, wir befinden uns an meinem Sims-Geburtstag. Natürlich bei mir zu Hause. Wie soll es auch anders sein? Mein Haus sieht genauso aus wie das hier. Nur nochmal 100 Quadratmeter größer. Das könnt ihr mir glauben. Hey, du Gestörte. Pack deinen Müllcontainer von Haus damit. Oder vielleicht auch nicht. Kannst du dich eigentlich auch mal in irgendeinem Part nicht voll geil vorm Spiegel finden? Dankeschön. So, das erste, meine erste Amtshandlung wird sein, hier mal einen schönen Feiertag für morgen festzulegen. Und zwar Freitag. Ach, schade, dass ich nicht Donnerstag haben kann, aber ich hatte keinen Spielstand mehr, bei dem noch Mittwoch war. Lunarias Birthday. Und das ist natürlich so ein wichtiger Feiertag, dass da arbeits- und schulfrei ist. Das Deko-Thema wäre natürlich gruselig sein. Ich liebe eine gute Halloween-Party. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre an meinem Geburtstag Halloween. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre an jedem Tag Halloween. Und ich glaube, Reginald wird mir da sowas von beipflichten. Graceplay hat mir auch in die Kommentare geschrieben, dass die allerliebste Katzenlady ja gar nicht mehr im Keller ist, wenn ich das Spiel beende. Und das stimmt, sie ist leider tatsächlich weg. Das heißt, ich werde sie jetzt einfach in meinen Haushalt einziehen lassen, damit ich sie dauerhaft wirklich schön in meinen Keller sperren kann. Jetzt werde ich aber erstmal den Tag skippen. Dann sehen wir uns an Sim morgen wieder. Und ja, sie schmust hier so lange Caleb wieder. Jetzt ist es offiziell. Wir haben jetzt Lunarias Birthday. Also, ich würde sagen, ganz wichtig für so eine Party, die ich meine wirklich ganz, ganz wichtig, ich bin nämlich voll verfressen, ist so eine Torte. Und ohne Torte gibt es keinen Geburtstag. Ich kann sehr toll kochen. Oh Gott, Gruselkekse, wie cool. Gruselkekse machen wir auch. Okay, ich kann im Winterkuchen essen, einen Honigkuchen, Schokokuchen. Ja gut, dann nehmen wir halt den Schokokuchen. Und danach will ich auch noch Gruselkekse backen. So, jetzt beweg hier mal deinen Arsch hier. Warum bist du überhaupt deprimiert? Okay, weil sie einen schlechten Ruf hat. Ja, das ist eben der Preis dafür, dass du ein Tütenimperium erschaffen willst. Eigentlich soll es dir ja gut gehen, aber das ist wegen diesem Persönlichkeitsmerkmal, weil es ja angeblich extrovertiert ist, wo auch immer sie das her hat, von mir jedenfalls nicht. Und jetzt werden wir aber erstmal eine Torte backen. Und dann wird es dir ganz sicher besser gehen, wenn du diese wundervolle Schokoladigkeit siehst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Lucy. Lucy versprüht hier Herzen, versprüht hier Freude. Und oh mein Gott, du bist wirklich furchtbar. Ja, meine Torte backe ich auch im echten Leben selbst. Und dazu brauche ich ganz viel von denen hier, Mutanten-Erdbeeren, die dann auch ganz mutantenstandesgemäß verarbeitet werden. Ich gebe euch mal so ein paar kleine Impressionen von meinem Backtag. Ja, das nennt man dann spontan entstandene Pause. Durch Arbeitsverhinderung, Bewegungsverhinderung und Mord durch Katze. Ich freue mich, dass ich die letzten Momente meines Lebens mit euch verbringen kann. Und weil ich am Schluss noch Boden übrig hatte, habe ich spontan auch noch ein paar Cake Bobs hingezaubert. Man sieht vielleicht, dass ich da nicht mal ganz so motiviert war, aber irgendwie war es schon 4 Uhr morgens und ich wollte schnell fertig werden.
Ich hoffe jetzt nur, dass das Ganze schmeckt. Ich hatte ja gestern den ganzen Tag diese Vision vor mir, wie ich die Torte dann aus dem Kühlschrank hole. Und mir fällt das ganze Ding einfach munter runter. Ich kann euch ja dann berichten, ob sie mir wirklich runtergefallen ist. Ob sie so einen netten Sturzflug auf den Boden gemacht hat, was ich nicht hoffe. What the hell? Wo ist der Kuchen denn ver... Oh. Okay. Ja, gut. Da steht das super. Da fressen ihn die Katzen wenigstens. Also wir haben jetzt einen Schokokuchen. Das ist hier die ultimative Schokoladigkeit. Und als nächstes... Nein, Lucy, das ist mein Kuchen. Und als nächstes werden wir noch... Ach ja, das war ja nicht unterbacken. Warum ist das nicht unterbacken? Dann haben wir auch noch ein paar Gruselkekse. Lucy ist in letzter Zeit ja wirklich total verschmust. Also im Real Life. Ich finde es immer so lustig, wie die Katzen im Spiel 1:1 die Persönlichkeit der... Katzen in echt nachahmen. Wieso bist du so furchtbar im Backen? Das hat sie nicht von mir. Hoffe ich. Oh Gott, Lucy, nein. Nein, Lucy, nein. Sie will meine Kekse wegfressen. Sie ist halt echt wie in echt. Verfressenes kleines Katzenstückchen. Oh Gott, ist das süß. Oh, ich habe das Rezept für Spaghetti und Erdbeerkuchen gelernt. Ich will noch einen Erdbeerkuchen, mir ist das so egal. Ich backe mit 2 Torten. Ich will noch einen Erdbeerkuchen. So, Spaghetti und Erdbeerkuchen habe ich gerade gelernt. Zombiekuchen? Oh mein Gott, das ist auch neu. Ich will einen Zombiekuchen. Okay, vergiss den Erdbeerkuchen. Ich mache mir jetzt noch einen Zombiekuchen. Sieht das so gar nicht creepy aus oder so. Ich stehe in meinen eigenen Haaren. Ja, solange du dich nicht selbst in den Herd schiebst, ist alles gut. Zuzutrauen wär's dir. Oh, ist der geil! So, da muss ich auch mal backen. Ja, und was wäre so ein Geburtstag ohne eine kleine Party mit ein paar Gästen? Oh, theoretisch könnten wir ja so eine Gruselparty draus machen. Das wäre irgendwie lustig. Dann kommen nämlich auch alle im Kostüm. Ja, ich will das haben. Ich will, dass die im Kostüm kommen. Ich habe noch nie irgendeine Party oder sowas in Sims 4 geplant. Das ist gerade meine Party-Premiere. Oh, Tina. Tina lebt in dem Spielstand ja sogar noch. Ja, können wir sie auch mal einladen. Gut, dann haben wir... Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Ach, Saya. Saya kennen wir aus der ersten Folge ja noch. Die ist eigentlich auch ganz nett. Katharina Link. Du fühlst dich ja so wohl in meinem Keller. Manuel Janssen ist ja immer der Regisseur von der Arbeit. Oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie diese verrückte Ische mit der Knarre heißt. Die Kostümbildnerin, schade. Tekovinius Residenz. Wie das klingt. Ja, ich hätte die Party gern bei der Tekovinius Residenz. Um wie viel Uhr findet meine Party jetzt statt? Oh Gott, zieh dich um! Was bist du? Was ist das? Nein! Ich will das nicht anhaben! Ah, ich kann mich nicht mehr anklicken! Okay. Vielleicht lieber doch keine Kostümparty. Nein, Lucy, nein! Lucy isst hier schon meinen Kuchen. Das ist mein Kuchen. Ab in den Kühlschrank, damit sonst fressen mir die Katzen noch mein ganzes Zeug, das ich für meinen Geburtstag gebacken habe. Und oh mein Gott, störe ich gerade. Ich habe so das Gefühl. Darf ich vorstellen, meine absolut Halloween-tastische Deko. Und hier drin geht's gleich weiter. Und hier haben wir auch noch so einen super Geschenkeberg, der von 2 Geistern bewacht wird. Ich mag meine Halloween-Deko. Und für den Fall, dass es wieder rumbackt, wenn sie sich umzieht, habe ich hier auch ein alternatives Outfit gemacht. Und zwar ein hübsches Party-Outfit, nicht das. Und zwar ein hübsches Party-Outfit. Ich glaube, das kann man schon mal tragen. Das passt auch gut zu unserer Halloween-Kostüm-Party. Und oh mein Gott, sie freut sich schon. Oh mein Gott, klaust du dir jetzt ein Geschenk von deinem eigenen Geschenkeberg? Durch Scherzgeschenk ersetzen. Ja, und das gibst du dann bitte Katharina Links, der alten miesen Katzenlady. Später mal ziehen wir uns auf jeden Fall auch noch ein schönes... Oh mein Gott, dieses Face. Später mal ziehen wir uns auf jeden Fall auch noch ein... schönes Kostümchen an, aber vorerst einmal tragen wir das, um sicher zu gehen, dass hier nicht wieder irgendwas schief läuft. Bist du krank? Fiebrig? Ja, dann würde ich sagen, kannst du mal irgendeine Medizin nehmen? Behandlung, das sieht doch gut aus. Symptommedizin, ist es das? Keine Ahnung. Werfen wir uns einfach mal ein paar Pillen ein. Oh Gott, ich habe gerade eine Zombie-Torte in den Geschirrspüler geschickt.
Katharina Lynx ist auch gekommen. Okay, in Sims 3 kommen die nie, weil sie einen hassen. Aber hier haben sie ihr eigenes Verderben unterschrieben. Ich habe einen Pool. Wahrscheinlich sind sie nur deswegen gekommen. Die wollen alle meinen Kühlschrank leer fressen und in meinem Pool baden. Huch. Es heißt ja immer, man soll an seinem Geburtstag Kerzen ausblasen. Das kann ich aber jetzt leider nicht machen, denn dann würde Sim Lunaria älter werden. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein paar lebende Kerzen. Wenn das mal nicht so ein Gerände-Finale für so eine Party ist, dann weiß ich auch nicht was. Wir haben hier jetzt einfach mal so einen gut angerösteten, gut durchgerösteten Garten, wo hier einfach alle ineinander stehen, alle dezent am Abwackeln sind. Ich probiere jetzt auch gerade mal eine neue Interaktion aus, die ich noch nicht kenne. Bin ja gespannt, wie das aussieht. Wir haben auf jeden Fall wieder einen schönen Job. Oh mein Gott. Gott, okay. Wir haben auf jeden Fall auch wieder eine schöne Tätigkeit für Mephisto. Sorgen dafür, dass er nicht arbeitslos wird. Und oh mein Gott, sie hat hier einfach mal ihre helle Freude und ihren Riesenspaß. Ja, das ist auch eine Form von Kerzen ausblasen, ohne dass man dabei älter wird. Also, wenn ihr Angst habt, dass ihr altert, wenn ihr im echten Leben Kerzen ausblasst, das ist die perfekte Lösung dafür. Ich finde es ja gut, dass ich das hier in diesem Spielstand mache. In allen anderen Spielständen hätte ich vielleicht einen irreparablen, nie wiederherstellbaren Ruf. Aber nur eventuell natürlich. Wenn alle Stricke reißen, kam noch immer jemand mit einer Windel ersticken, so wie wir es gerade getan haben. Oh, und meine Katzen lieben mich immer noch. Meine Katzen denken sich so, ja, brennt. Oh, Zeugen, hoppla. Ja, ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich all die Leute einlade und sie mich alle ohne Tüte auf dem Kopf sehen dürfen. Jetzt kennt ihr die Antwort. Oh mein Gott, der Todbein. Ich glaube, ich habe gerade mein Spiel gecrashed. So viele Morde. Ich muss gehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich glaube nicht, dass du hier irgendwo hingehen wirst. Aber du kannst es ja mal gerne versuchen. Aber warum kam ich jetzt nicht an sie ran? Dann eben so. Oho! Die hatte ordentlich Wumms drauf. Heute hat auf jeden Fall auch die Animation funktioniert, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wer bist du überhaupt? Habe ich dich überhaupt eingeladen? Ich glaube nicht, dass ich dich eingeladen habe. Hattest du Pech, dass du unbedingt an meiner Party teilnehmen wolltest? Du weißt doch, was Partys bei mir heißen. Hast mein Let's Kill nicht gesehen, Justin? Ja, sie hat hier definitiv Freude an dem, was sie mag. Ich finde es ja so cool, wie der Sensenmann hier hinten einfach steht, keinen Plan mehr hat, was überhaupt abgeht. Und ich war das nicht, ich stehe da hier nur zufällig rum. Ja, wenn die Party eskaliert ist. Ich glaube, unser Ruf ist endgültig unrettbar grauenhaft. Aber das ist ja auch nur ein Spielstand in einem Paralleluniversum. Oh mein Gott. Ja gut, während der Sensenmann das hier vielleicht oder vielleicht auch nicht beseitigt, geht's hier drin weiter. Als ob das jetzt noch irgendwie eine Party wäre. Aber gut, der Zombie-Kuchen ist auf jeden Fall gut angekommen. Ich werde auch noch den Schokokuchen auf den Tisch stellen. Der gehört jetzt mir alleine. Ich wollte die ganzen Leute einfach nur weghaben, damit sie meinen Kuchen nicht essen. Ja, die Party ist auch nur so ein klein wenig außer Kontrolle geraten. Okay, ich finde es ja cool, wie sie sich vor einer Süßigkeiten-Schüssel erschreckt, bei der Dinge rausfliegen. Ach, die ist ja obergeil. Sowas will ich auch haben. Verkleiden müssen wir uns noch mit einer Vampirin. Gäste haben wir doch eingeladen. Warum auch immer das nicht abgehakt wird. Ich meine, wir haben mal abgemurkst, aber das zählt ja trotzdem, oder? Oh, hi Mirena. Das kann ich erklären. Okay, Mirena hört hier gerade nicht mehr auf zu heulen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, so ein Kostüm anzuziehen. Dann kann ich euch sagen, jetzt erkennt mich niemand mehr. Jetzt bin ich undercover. Okay, du ziehst dir jetzt bitte ein Kostüm an. Und zwar wirst du sein... Ja, machen wir uns mal zu so einem Dienstmädchen. Sieht nicht so aus, als ob sie sich gefreut hätte. Ein Kohlebrocken. Und daher ist nicht besonders glücklich über dieses Geschenk. Und trotzdem war sie einfach vollends begeistert. Sie hat doch sicher ihr Scherzgeschenk, ihr eigenes Scherzgeschenk aufgemacht. Der Feiertag Lunarias Birthday war fantastisch. Lunaria hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was sie geplant hatte. Naja, also ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, leckst du hier das Blut auf? Okay, ja gut, meine Katzen sind fantastisch. Ich will ja echt nichts sagen, aber irgendwie war das der absurdeste Geburtstag.
den man absolut hätte machen können. Aber irgendwie hat's in dieses verwirrte Let's Play gepasst. Ich kann's nicht beschönigen. Genauso hätte ich mir ihren Geburtstag vorgestellt. Ich meine, es wäre noch schön gewesen, mit ein paar Freunden feiern zu gehen und vielleicht noch in einer Bar was zu trinken. Aber irgendwie sind alle festgebackt, nachdem sie meinen Garten gesehen haben. Aber ich würde sagen, so eine Amtshandlung braucht es noch in diesem Part. Eine allerletzte Amtshandlung. Ja, Caleb hat sich als Geburtstagsgeschenk hier definitiv was ganz Besonderes überlegt. Im nächsten Part werden wir dann die Auswirkungen davon sehen können. Es ist auf jeden Fall... Oh mein Gott, wie das im Spiegel aussieht, wie das im Spiegel aussieht. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschenk. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like und einen Kommentar da lasst. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist ein Daumen nach oben für Reginald, das wichtigste Glas der Welt. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall eine riesen Geburtstagsfreude machen. Und ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann werde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ja, das heißt, sehen wir uns dann in dem nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt erstmal ganz viel Torte essen, denn Torte ist das Beste auf dieser Welt. Oh, bye bye.